So, und nun möchte ich unser Theaterstück Das beste Weib im Dorf von Kleins Mietelgschwil ankündigen. Das Dorfleben früher im Banat war meist von harter Arbeit im Garten, mit Fratschler auf dem Feld oder mit der Viehzucht geprägt. Es ging meistens ums Überleben. Die Leute hatten fürs Ausruhen oder besser gesagt fürs Nichtstun wenig Zeit, und das waren dann so die Samstage und Sonntage oder die Wintermonate. Es waren meistens die Männer, die sich am Samstag und Sonntagabend gerne zum Kartenspielen oder Kegeln im Wirtshaus getroffen haben, um dabei, so manchmal zum Verdruss ihrer Frauen, die Arbeit für ein paar Stunden vergessen zu können. Im Dorfleben war alles kontrollierbar, nach dem Motto, was son ordinai, auch die Wände hatten Ohren. Und anders fauschten die Kinder die Ohren kaputt. Und mit aller Wasser gewäscht worden, hat es in jedem Dorf gehen. Aber auch das Gegenteil. Was sich in so einer Dorfgemeinschaft, wo jeder Kind hat, sich so abspielt, das weiß euch jetzt die Theatergruppe. Viel Spaß! Vorbereitung, Gäste kommen. Also, eins will ich sagen, das gibt sonst nicht, wenn
nicht passt, stehen lassen. Gesundheit. Aber das sind wir ja gewähnt. Von Bahnspiel auf, als trinken wir sowieso. Ja. Naja. Schell. Aber du kommst drauf noch. Oh, wir fangen die Nette. Ja, siehst du? Einer. Aber wir kommen durch die Treppe. Bin ja fertig. Also mit Namen machen. Bin ja fertig. Ja, das wird schon mehr. Schell, Mann. Ja, doch gut. Damen, Tee, ich finde das mit Rasso. Peter, du musst dich schon nicht uns aufschreien. Ja, Mensch, du die Arbeit, mach dich doch heim von allein. Das Grünzeug muss noch gewaschen werden heute Morgen. Die Kuh muss noch gemalt werden. Und die Kinder, die müssen auch noch ins Bett gebracht werden. Lissi, ich habe doch auch noch... Nix so, du kommst jetzt standardmäßig heim. Letzten Samstag bist du mir abgesoffen daheim gekommen. Jo, schieb mit der Wein, hat die Schuster Franz von Kind am Samstag. So, aber gesagt, passt mir doch. Aber Lisi, lass dich doch noch ein bisschen Karten spielen mit uns. Heute ist doch Sonntag. Nichts so, da kommt die Pfanne. Lisi, heute mal. Streck mal dein Zuhn aus. Pass mal, wenn ich mit dem Besen da was schauen sie, noch hängt dein Zuhn bis auf die Erde. Aber Lisi, jetzt sei doch nicht so. Weißt du mal dein Zuhn? Stimmt gar nicht, was die Leute erzählen. Was erzählen dann die Leute über mich? Naja, die Leute erzählen, du hättest wohl auf die Zunge. Aber das stimmt gar nicht, Lisi. Auf die Zunge hab ich gar nicht gesehen. Nur auf die Zähne. Und du kommst jetzt auf der Strecke hin. Mit solchen Verlagen brauchst du dich nicht abgeben. Ja, ist auch schon gut, ich komm ja schon. Kommst du jetzt? Ja! Ich muss gehen, das ist die nächste Woche. So ist halt man der Mann unter dem Schlappen. Mann, ist das, wie Sie hier beißen? Ach, der Peter tut mir schon manchmal leid. Ja. Was, vielleicht sollte er auch mal so machen, wie klein hier ist bloß noch oben der Großteil ist das. Dann hätte er vielleicht auch mal sehr gut. Ja, was hat der denn angestellt, Sepp? Was? Dem Sepp, der sagt auch immer so rumgestrichen werden. Oh no, da hat er mal gesagt, lieber. Hey, bei mir mal die Hutschnur freist. Oh no, da reg ich mich auf. Josef. Und noch ein paar Tage auch mal wieder so ein Tunnel, wenn du vom Lattenzaun gebrochen hast. Da hat sie festgestellt, sie hat die Kloschen eine ganze Weile nicht gesehen. Sie hat gerufen, aber der Kloß war in der ganzen Gerechtigkeit nicht zu finden. Schlagartig ist ihr dann eingefallen, dass sie den Kloß zuletzt mit einem Strick im Hof gesehen hat. Ganz desperat ist er lieber zum Schuss Hans gelaufen und hat ihm das erzählt. Der ist auch dann sofort mit ihm mit und sie sind miteinander auf der Dachboden gestiegen. Ihr Hans hat die Spruch verschlagen, wie er dort oben angekommen ist. Da hat er bloß abgesperrt worden. Nur weil der Hans sich dann wieder ein bisschen gefangen hat, hat er gesagt, aber bloß, wenn man sich aufhängt, dann macht man den Strick doch um den Hals, nicht um den Pants. Spinnst du? Dann krieg ich auch keine Luft mehr, hat er bloß gesagt. Aber sei Dank, hat er bloß herum. Und Bobby, das hier kann noch etwas sagen. Gell, Fritz? Josef. Also, Männer, ich muss jetzt auch gehen, ich muss mal der Flur raus. Ja, warte, weil auch mit dem Nudelbeier hinter der Tür. Ich muss. Ja, uns kann ich ja viel erzählen. Ich kenne deine Katze schon vom Kindergarten. Die was? Ist ja auch nicht aufs Maul gefallen. Also meine Katze, das kann ich Ihnen sagen. Meine Katze ist das beste Weib vom ganzen Dorf. Und ich kenne Fahrer. Das kann ich Esel erzählen.
Also meine Kathi, die macht alles für mich. Weil ich ja nur mit Horn und nicht ums ganze Haus rumworfen will, weil wir ja ein Eckhaus haben. Da muss ich nur hinten am Fenster kloppen. Meine Kathi macht das Fenster auf, stellt mir einen Stuhl raus, dass ich zum Fenster reinklappen kann. Nur, dass ich nicht ums ganze Haus und durch den Hof laufen muss. Das glaube ich, da bin ich. Das kann ich uns nicht erzählen. Wollen wir weg? Und wir klug rein. Abgemacht. Gilt. So, dann können wir auch gleich mitkommen und dann gibt es Zeit. Kann man mitgehen. Jakob. Ja. Du musst mal anschreiben. Sondern am Samstag. Ja, ja, ja. So wie immer. Jakob, wir kommen gleich zurück. Ja. Jetzt sehe ich mal ein Mädchen. Mach ja. Also ich weiß auch nicht. Extra wirst du die an. Der eine will ein Backenbauer, der andere will eine Recknasche. Du weißt der Buch, was noch alles will. Groß mein Bein geht zu uns gar nicht. Und mit dem Fritz, also da werden die noch ihr blaues Hund erleben. Es gibt doch was. Also kommen Sie. Anschließend Sie. Und zweimal hat er geklopft am Fensterladen. Und schon ist das Fenster aufgegangen. Und das hat die. Das hat ja tatsächlich den Stuhl rausgestellt. Und schon wollte der Fritz drin. Ja. Und da ruft er uns noch zu, wir sollen beim nächsten Mal dabei nicht vergessen. Sag mal, Jakob, du wolltest schon nicht beikommen, Fritz. Ja. Hast du gewusst, dass dem sein Weib so spurt? Also ich habe es gerade anders in Erinnerung. Wie hat der das so interessiert? Also, wie der Fritz, das hat interessiert. Das weiß ich natürlich nicht. Aber was ich weiß, ist das, dass der Fritz Gieschner den Mohler im Haus gehabt hat. Und dem Mohler hat er noch einen Bruch Wein versprochen. Und auch weil der ja sowieso die Kammer ausgeräumt hat, da hat er gleich den Fußboden von der Kammer und vom Gang gestrichen. Und darum hat der Fritz gar nicht anders ins Haus nicht kennen, wie durchs Fenster. Und wir Dorfleute zahlen dem den Bruch Wein. Wir haben auch gesagt.